Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir werden uns jetzt erst einmal diese Loyalitätsaufträge, also die werden wir jetzt erstmal machen. Wir wollten uns diese Aufträge annehmen. Liams wäre der erste, den wir machen wollen. Also eigentlich klingen die alle recht eilig. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Ist sie auch das Herz ihrer Gemeinschaft? Sie musste sich nie gegen eine Phalanx von Cat behaupten. Aber sie hat es mit mir ausgehalten. Ziemlich heldenhaft. Sie sind ein Idiot. Aber die beiden verstehen sich. Ja, ja, die verstehen sich ganz gut. Okay. Sie haben dich unterbrochen. Das macht nichts. Wir wollten jetzt die Sache angehen und fertig. Okay, gut. Ich kann es kaum erwarten, das Versteck dieser Piraten aufzuspüren, um Varant und die verdammten Daten zu finden, die ich ihr überlassen habe. Hä? Gut. Nein, 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 das ist alles. Sag auf Wiedersehen. Wir müssen den Kunden den Vertrag, das ja nur gucken und dann andingsen. Reden wir später weiter. Ach so, wir müssen alles nur den klar. Auftrag aktivieren. Ja, ne? Genau. Okay, dann tun wir das. Logbuch. Niedlich. Hier. Das Verbündeten und Beziehungen, genau. Also. Ja. Liam. Da. Das ist es wohl. Was? Nö. Nö, nö, das ist es nö. Nicht. Nö. Das ist es nicht. Hä? Das ist... Charles? Da ist es. Liam. Dieser ist es hier. Okay. Aha, zum Trümmerfeld genau. Im Cephasa-System reisen. Mm. Okay, dann tun wir das. Und hoch mit uns. Cephasa-System kennen wir noch gar nicht. Ja? Mm, ich glaube nicht, dass wir da schon mal waren. Mm. Richtig. Weg eines Helden. Die Aufgaben von dem Angara-Botschafter müssen wir ja auch noch mal abarbeiten. Ja. Kannst du was sehen? Ja, da voller Einsatz ist es hier. Da, ganz da ist links es, draußen, genau. Ja. Nichts sehen? Ja. Ist ja am Ende der Galaxis. Naja, das Herz dieses Systems ist ein riesiger roter Gigant. Wie Arcturus bei uns zu Hause. Leider aha. Viel abgelegener. Mm. Aha. So. Ja, gescannt haben wir hier noch gar nichts. Nee, natürlich nicht. Kannst du ja ruhig machen. Wenn wir schon mal hier sind, sollten wir es ja auch tun. Ja, stimmt eigentlich. Dann gucken wir mal, ob es hier was für uns zu holen gibt. Sieht ja auch heiß aus, die Sonne, ja? Ja, heiß. Nix. Ist auch ein bisschen heiß. Eigentlich ist es ja ziemlich egal. Wenn es über 100 ist, ist es wurscht. Ich glaube auch. Wir haben ja schon Schwierigkeiten, wenn wir 40 Grad Celsius haben. Viele Leute jedenfalls. Ja, die meisten würde ich sagen. Mhm. Unsere Temperaturtoleranz ist nicht sehr hoch. Ja. Anomalie auf den Sensoren. Aha. Ich sehe noch nichts, nichts, nichts. Das da. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Na gut. Kupfer.
Gut. Besser wie nix. Ja. Ansonsten sehe ich hier auch nichts weiter, nee. Oh, der sieht ja nett aus. So schön blau. Anomalie auf den Sensoren. Ja. Blauer Planet. Hat man bis jetzt noch keine? Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Biomaterialwachstum? Aha. Pilz. Ja. Aha. Sechs Kilometer lange Höhlen. Der braucht ganz schön lang für den Umlauf. Da ist ein Jahr 16 Jahre lang. Oh, Druck 34,71 Atmosphären, minus 82 Grad. Er ist doch erheblich ungemütlicher, wie er aussieht. So, der vorletzte. Und nichts weiter. Oh, der braucht 100 Jahre für den Umlauf. Tja. Keine Atmosphäre. 0,00 Atmosphären und minus 240 Grad. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns dort Das werden. Sieht ziemlich ungemütlich aus. Ha? Das ist der, wo wir hin müssen? Oder ist das der Mond? Nö. Oh. Das sieht aber ziemlich kaputt aus. Liams Plünderer Trümmerfeld? Aha. So, ja. Klar brechen wir auf. Ja, Liam muss natürlich dabei sein. Mhm. Und wen nehmen wir noch mit? Ja. Ich meine, wir können natürlich gut auch Cora mitnehmen, oder? Naja, ich glaube, ich nehme lieber Vetra mit. Gut, auf geht's. Okay, wir können gehen. Irgendwohin. Irgendwohin ist gut. Das ist meine Sache. Ich kümmere mich darum. Irgendein Zeichen von den Piraten, die meinen Kontakt verschleppt haben? Wir haben zu viel Hintergrundstrahlung. Da draußen kann sich alles Mögliche verstecken. Der Orbit ist voller Trümmer. Das passt. Es sollen Plünderer sein. Ich hatte gehofft, Bradley oder welche von unseren Kolonisten würden nachkommen. Mitkommen. Ja. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie es zuerst bei einem Außenposten versuchen wollten. Warum kein Einsatzteam? Wie gesagt, ich habe Verand viele Nexus-Daten gegeben. Wenn die Piraten die bekommen haben, wissen sie auch, dass ein Team kommt. Wir sind ein Team. Ja. So ist es. Ich riskiere auch die Tempest nicht. Also würde ich auf ihre Plünderernase spekulieren. Mit den Trümmern. Ich erklär's in der Luftschleuse. Wir haben genug Zeit vergeudet. Ich sage, wir ziehen los, erschießen Piraten und retten Leute. Oh mein Gott, Liam. Wir kriegen das hin. Liam, du bist sowas von... Wir haben lediglich eine Chance. Und ich werde das Beste daraus machen. Sie werden sehen. Wenn wir es richtig anstellen, bringen sie uns genau dahin, wo wir hinwollen. Ich habe einen Plan. Ja, du hattest schon meinen Plan, der war auch nicht so richtig gut. Ja, und allein schon die Idee, da die Siedler mit reinzuziehen, also. Mir gefällt dieser Plan nicht, Liam. Ja.
Nee, was ist mir schlechter, auch nicht. Sich in zurückgelassener Fracht zu verstecken, um mitgenommen zu werden? Oh Mann. Gut, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Die aber auch nicht. Trojanisches Pferd, ganz einfach. Schlechter Plan und schlechte Metapher. Was ist, wenn es keine Macht gibt? Genau, ja. Hey, ist es ein... Es gibt Luft. Oh, das ist nicht gut. Liam, Sie sprachen von Piraten. Das ist ein Kettschiff. Ein großes. Kleine Planänderung vielleicht? Okay, es ist ein Kettschiff, aber die plündern doch sonst nicht. Alarm, Liam. Das scheint mir wie eine Falle. Das ändert nichts daran, warum wir hier sind. Verand finden und abhauen. Irgendwie. Alarm, Liam. Ich weiß. Oh Mann, ich glaube, ich würde den ermorden. Nein, ermorden nicht. Höchstens Totschlag. Sam, das ist... Die Sprache der Angara, Pathfinder. Was? Was sind das? Das ist kein Leck. Das sind deine Drecksensoren. Hä? Mann! Finden und reparieren! Halt still! Adi. Meldung an Kellett, wir haben blinde Passagiere! Also wirklich, das ist nicht... Wo hat der denn die Hilfe? Sag mal. Du kannst dich stressen, oder was? Dieses Schiff wird definitiv nicht vom Kett gesteuert. Ausschalten! Sagt sich so leicht. Mann, ja. Du hast immer zu hoch geschossen, glaube ich. So, jetzt ja, habe ich wenigstens mal zwei erwischt. Hm. Na da, irgendwo. Da, ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Ja, naja, ist auch einer. Der taucht. Also die schießen alle in eine andere Richtung, als du guckst. Ja. Ich meine, wahrscheinlich war einer hinter dir, du hast es noch nicht gemerkt. Da ist einer, hier. Geradeaus. Direkt vor meiner Natürlich. Nase, jetzt ist er weg. Ist aber jetzt zum Glück schon tot. Bist du, da ist noch einer. Den habe ich die ganze Zeit versucht zu erwischen. Jetzt habe ich ihn endlich. Hat aber Hallo, lang gedauert. Was ist da unten los? Ja, wir müssen den Alarm Klingt, ausstellen. Klingt, als könnten wir ein paar Antworten kriegen. Adaptivbeschleuniger. Ist so logisch, hä? Hm. Braucht ja jeder. Na. So, schnell mal alles. Ablaufen. Ja, wirst du wohl. Na, aha, also, das sieht wieder nach Plünderern aus. Sind das Angara-Plünderer? Kannst du das so schnell lesen? Ja, wahrscheinlich. Statusbericht. Ja, ausgeschlachtetes Shuttle. Ja. Ah, du liest das oben, das kann ich auch lesen. Und Analyse, habe ich mal geguckt. Ja. Ja, ja, jetzt habe ich es gelesen, danke. Ich hatte ja schon den letzten Satz konnte ich nicht lesen. So, also hier ist rot, da kommt man nicht so durch. Nee. Und da oben ist, wir haben ja auch ein Ziel eigentlich, das man bei Gelegenheit angehen könnte. Hier sind da eigentlich die Shuttle, die sehen ganz okay aus. Aber auch können nicht repariert werden. Das ist genau dasselbe. Frachtraum! Alle ausgeschlachtet. Also sie verkaufen im Grunde genommen eigentlich das, die Teile. So wie es aussieht, ne? Ja. Aber irgendwie die ist das aus. Doch aber ziemlich sie an die seltsam. Ran? Wie kommen sie an die Sachen ran? Hier ist nichts drin. Ein leerer Container. Die Sprache ist von Angara? Aber Angara... Aber Verand ist, eine, ist auch Angara. Verand ist doch eine Angara. Nicht wahr? Hat Verand er das nicht ist gesagt? Eine Angara, ja. Vielleicht hat sie ihn einfach nur verraten.
Ja, ja, das war wohl mal wieder eine Meisterleistung von Liam, hä? Ja, das wir ist werden ein bisschen sehr vertrauenswürdig. Das weiß Geheimnis nicht. Wohl noch... Das werden wir noch lüften, ja. Lüften. Mhm. Okay, dann gehen wir mal hier hoch, gucken wir mal, was es hier oben noch so alles gibt. Da, Jungs, gut. Da ist jetzt jemand etwas unruhig. Ja. Kommen wir aber nicht raus. Halt. Das muss mit. Tja. Die kennen wir doch schon lang. Warum sind die dann immer noch rot? Weiß keiner. Hm. Statusbericht! Warte mal noch ein bisschen, wir kommen und geben dir den Statusbericht. Ich habe nur kontrolliert, ob wir wirklich nicht speichern können. Meldet euch! Wenn ihr die Buchttore wieder demoliert habt, mach ich euch fertig! Alles unter Kontrolle. Nur eine simple Waffenfehlfunktion. Und bei Ihnen? Was soll das? Schalt auf die Bucht, Kameras. Na, dann geht's raus! Blinde Passagiere, dieses Schiff ist Eigentum des Talon Wing. Und jetzt sind auch Sie unser Eigentum, genau wie der Rest. Und von meinem Eigentum lasse ich mir nicht den Zahltag verderben. Wer ist der Rest und wo haben Sie dieses Ding geborgen? Was war das jetzt mit der Zeit? Ich spreche nicht mit Vieh. Hast du das gesehen? Mein Kontakt muss hier irgendwo sein. Und noch andere. Sam, hast du uns? Ich habe nur gesehen, dass... Nicht die exakte Position, Pathfinder. Trümmer und Strahlung stören die Scans. Ich habe nur gesehen, toll, dass die Zeit jetzt? Lief, aber wir nicht... Wir müssen Varan finden. Hier lang. Nicht wofür. Na, ich sehe jetzt im Augenblick keine Zeit. Hier lang. Oh. Ja, das war wohl die Frage. Hier lieber da nicht lang. Das war keine gute Richtung. Nein, das war nicht so eine richtig gute Richtung. Kämpfen wir uns bis zu der Tür, durch die sie reinkamen. Ja, jetzt... Sind wir mehr. Sicher, dass die Gefangenen dort sind? Irgendwo müssen sie sein. Ich glaube, ich habe von diesem Kellert und seinem Wing schon gehört. Soll ein kleiner Fisch sein. Oh ja. Das Schiff sagt was anderes. Ich kann mal sagen, so klein ist das Schiff nicht. Schwere Gegner voraus. Ich wollte es mal nachladen, wenn es geht. Ja. Das ist immer so schlecht, wenn man schießen will. Man hat keine Munition. So, oh, ist wieder mal so ein kleiner Talon-Pirat. Aha. Das sind aber auch Angara, so wie das aussieht. Aber da kann ich Roka. Im Moment... Keine Rücksicht drauf. Das sind wahrscheinlich Angara, die mit den, vielleicht, wenn sie so Sklaven haben, verkaufen sie die vielleicht an die Kette. Ich meine, das muss man auch immer. Das ist Ausrüstung von Varans Außenposten. Ja. Wir wissen nicht mal, ob sie noch lebt. Halten Sie den Mund. Habe ich jetzt zwei mit einem Wir Schuss? Wir haben neue Gäste auf der Party. Hat was so ausgesehen, ne? Da sind neue Gäste. Da kommen die Neuen. Oh, schon weg. Ich weiß nicht. Da, der kommt. Der springt. Und jetzt ist er bei dir. Wenn du jetzt nicht schießt, dann bist du vielleicht du tot. Naja. Wetter. Das muss es sein. Das war zu aber der Tür. Gründlich. Zu der Tür noch. Langsam, du meinst denn mal zur Tür. Langsam. Nichts überstürzen. Tja. Kannst du eigentlich speichern? Nee, natürlich nicht. Nee, habe ich vorhin gerade kontrolliert. Hm. Ich kann nicht. Kann mir jemand verraten, was das hier soll? Ich weiß es nicht. Steht aber das gleiche da, was schon mal irgendwo stand. Ja. Ja, ausgeschlachtete Shuttle. Ja. Ah ja, Bergungsgut, das bringt wenigstens noch ein paar Punkte. Ja. Kettmüll. Der hat keine Punkte gebracht. Nee, ist ja auch Müll. Nur Müll. Was ist denn das für ein Ding hier, für ein Gerät an der Tür? Das hier? Nee, das andere, aber es ist nichts. Das andere Nö. Ist nichts. Okay, alles klar. Du wolltest da nicht rein, ne? Nö, erst mal umgucken. Du hast doch schon das gescannt, dachte ich.
Es könnte aber noch der eine oder andere Behälter mit nützlichen Sachen rumliegen. Ja, Bio, das sind ja 10 Kilo. Du kannst ja auch hier reingehen. Das war nicht die Richtung, die wir gehen, aber... So. Na, das ist doch unser altes Rezept. Erstmal alles angucken. Wir gucken auf die Karte. Da müssen wir lang. Ja. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Ich wüsste es nicht. Dann können wir doch mal gucken. Gibt es hier Munition? Ja, das ist gut. Das ist doch immer gut. Was ist das? Lastkransteuerung. Boah, sind gut organisiert, offenbar. Naja, sie haben auch relativ große Gegenstände. Die ich ahne was. Wenn hier eine Lastkransteuerung ist, dann müssen wir wohl irgendwas mit dem Kran machen, meinst du nicht? Das kann sein. Hier ist irgendwas im Behälter. Okay. Naja, im Augenblick wüsste ich noch nicht, was wir damit machen sollen mit diesem Lastkran. Nö. Also, vielleicht später, dass uns das mal gesagt wird. Aber jetzt im Augenblick hast du nur ein Ziel und das ist gegenüber. Ja. Na gut. Nein, du kannst auch noch weiter hier rumlaufen. Ist dagegen einzuwenden. Die Tür ist verschlossen. Können Sie sie an der Konsole öffnen? Eben war sie noch offen, dachte ich. Ja. Da war sie blau. Da ist eine Konsole, geh mal dahin. Probieren wir doch mal. Na los, wir müssen Varant finden. Wir wissen nicht, ob der Weg richtig irgendwas ist. Das muss doch mal klappen. So läuft das, wenn man aus den richtigen Gründen ein Risiko eingeht. Sag mal. Liam. Das bringt nichts, Liam. Ich weiß. Es ist dumm. Es ist alles dumm. Schluss damit. Hören Sie auf zu hoffen und konzentrieren Sie sich. Nein. Und schon bröckelt der Zusammenhalt. Was wollen Schießen Sie? Schießen war da jetzt. Sie sind wertvoll, aber ich bin nicht dumm. Sie sind auch gefährlich. Verlassen Sie mein Schiff. Das war wohl keine Bitte. Ja. Aua. Wo ist Vetra? Da ist... Oh, shit! Na, wir gehen Umarmung. Liam! Halt mich! Ich würde ihn so gern eine reinhauen. Ja. Allerdings. An die Zugangspunkte, los! Okay. Brauchen Sie Hilfe? Augie! Das nenne ich Timing! Wir wären früher gekommen, wussten aber nicht, wie wir helfen könnten. Siedler sind keine Soldaten. Ja. Aber ein Schiffswrack mit mieser Abschirmung? Techniker haben wir, Junge. Oh, ein Spannungsstoß. Diese Bestie mag keine Störungen. Scheiße. Navigation, alles dreht sich! Liam, Pathfinder, alles okay? Ja, uns geht's gut. Wir standen nur kurz auf der Kippe. Jemand muss im Maschinenraum die Gravitation reparieren. Mach ich's eben selbst. Na, toll. Anscheinend haben wir Ihren Mann verärgert. Kümmern Sie sich um den Kampf, Liam. Finden Sie Varant. Wir halten das Schiff stabil. Ja, verdammt! Tja, ich weiß jetzt mal nicht, was passiert, aber wir sollten mal die Leute finden. Wir haben die Karte verloren, Sam. Es ist schwierig, hier ein Prädiktionsmodell zu erstellen. Wände sind keine Böden. Ich fühle mit dir. Schande. Ja. Na. Tja. Ich wusste, dass sie kommen. Ich wusste, sie würden einen Weg finden, in den Kampf einzugreifen. Ja, Liam, ist ja vorhin gut. Vorhin haben sie aber was anderes gesagt. Das war ein Moment der Schwäche. Ja. Wie soll ich denn da hinkommen? Weiß ich nicht. Wohin gehen wir? Klettern Sie darauf. Die Drehung hat uns einen neuen Ausgang verschafft. Wir haben ja richtig Glück, Liam. Ja,
Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ich weiß nicht. Fliegst du eigentlich? Ja. Ja, man kann es schon machen, wenn man zwei, oh, muss ja nicht alles auf einmal machen. Ja. Ja. Genauso seitwärts gekippt wie wir. Also kein Vorteil. Wachsam bleiben. Da. Weg. Wo ist der andere? Das ist aber nicht ein anderer, das ist unsere Freundin. Oder die andere? Naja, irgendwo ist er schon noch ein Roter. Die Frage ist halt nur, wie du sagst, wo? Dahinter vielleicht. Hat hier jemand Lust auf einen Kroganerhammer? Könnte auch hinter der Tür sein. Ist wohl hinter der Tür. Ja. Das ist ein großes Schiff. Möglicherweise müssen wir ziemlich lange kämpfen. Ja. Mit so einem Schiff kriegst du Rekruten ohne Ende. Ja, genau. Kämpfen Sie mit ihm darum. Meldung. Cap-Basis mit angaranischem Flickwerk. 40% Funktionalität. Höchstens. Teilweise ausgeschlachtet. Toll. Ausgeschlachtet und dann entsorgt. Ein Schrottkasten. Aha. So toll. Ist es. Angaranischer Angreifer. Ja, was sonst? Was hast du erwartet? Tja. Ich wollte es nur wissen. Angaraner oder... Sieht interessant aus. Sehr interessant. Oder? Nicht der Angaraner, nicht dieser, aber das, was der Blick da raus. Sehr interessant. Nun ja. Ich weiß nicht, wie weit man dem da trauen kann. Wem denn? Auch dem da, was aussieht wie Glas. Na, ich schätze mal, aber das ist irgendwo eine, ja, so eine Art... Sieht aus, als könnte man da ja, ist gekippt ohne oder Probleme drauflaufen, ja. Wenn es nicht kaputt gegangen ist, dann ist es ja wohl ganz stabil. Ja. Also, kann man mal annehmen. Ich meine, es fühlt sich wahrscheinlich nicht so richtig gut an, wenn man da draufläuft und so runtergucken kann und dann so sieht, was da unten ist. Ein Sturz hinter uns. Oh, schön. Das war unser Weg zurück. Ja, das Positive ja daran ist, dass sich niemand von hinten an uns heranschleichen kann. Genau, man muss immer das Positive sehen. Ja. Da hat er eigentlich ganz recht, Liam. Aha. Upa. Na, das sieht aus wie so was für eine Tür. Hier ist nichts Interessantes. Man sollte mal speichern, ne? Ja, dann könnte dann... Sackgasse hinter der Tür. Es muss einen anderen Weg geben. Hinter uns, oben. Naja. Da fällt der Trödel runter. Du meinst hinter uns oben. Na, dann gucken wir doch mal nach oben und hinter uns. Ah, also hier hoch müssen wir. Ach du Schande, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, kannst ja mal speichern. Ja, ja, klar. Oje. Da soll ich hinkommen? Ja. Du musst nicht immer alles auf einmal machen. Den brauchst du auch nicht auf einmal zu erreichen. Genau. Du kannst ja mal wieder nachladen. Hier, erstmal nachladen. Kaputt schießen. Munition. Gut. Ich hab doch vier drin. Dann ist gut. Damit, das kennen wir ja schon. Das mit den. Ja. Ich meine nicht so nachladen, ich meine Munition aufnehmen. Entschuldigung. Ach, brauchst du ja nicht, richtig. Gut. Ist ich gut. Hab ziemlich lange nämlich geschossen ohne. Hey. Ja, das ist. Ist jetzt da das Loch zu drauf klein geworden? Der kleine. Da ist eine Entlüftung. Die können wir sprengen. Woher wissen Sie das? Verrant hat es erwähnt. Wie gesagt, sie studiert Tech. Kaum zu glauben, dass sie so ein großes Schiff verstecken konnten. Das liegt an der Strahlung und den Trümmern. Jeder halbwegs vernünftige Mensch macht darum einen großen Bogen. Ja. Aha. Ja. Aha.
nicht runterfallen. Da sind da schon wieder Feinde dahinter. Aber auf jeden Fall müssen wir Schluss machen. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt. Jo. Ja? Okay. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.